contest is scheduled for one fall. And it is for the Raw Women's Championship. Wir haben es gehört, das nächste Titelmatch steht an und es geht um die Raw Women's Championship. Athena wird Saraya herausfordern. Bis zum letzten Montag waren die beiden noch gemeinsam in Absolution. Doch dann wendete sich Athena ab. Sagte Saraya, dass sie aussteigt. Und Sarayas Titel von ihr nehmen will. Sie hatte einfach genug davon, nur das Backup für Saraya zu sein, da sie ihre Sachen scheinbar nicht alleine regeln kann. Und jetzt, wo Awesome Kong auch aktuell nicht da ist, durch eine Gehirnerschütterung, die sie von Bayley erlitten hat nach einem German Suplex im Gauntlet-Match von vor 2 Wochen, hatte sich Athena scheinbar dann den Mut schnappen können. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze dann aussieht, wenn Awesome Kong zurückkommt, auf welcher Seite sie dann stehen wird. Aber vor allem bin ich auch gespannt, wer hier und heute mit der Raw Women's Championship nach Hause fahren wird. Athena ist im Ring, wir warten auf Saraya. Sie ist Champion seit Vengeance, wenn ich mich gerade nicht irre, konnte Bayley dort besiegen, so wie sie bisher in jedem Titelmatch Bayley schlagen konnte. Bayley versuchte dann einige Male eine neue Chance zu bekommen, das endete dann im angesprochenen Gauntlet-Match. Zwischenzeitlich gab es bei Money in the Bank noch das 3-on-3-Tag-Match, wo es dann eben darum ging, ob Bayley nochmal eine Chance bekommt oder eben nicht. Ja, das wurde dann auf das Gauntlet-Match ausgeweitet und Bayley wird so lange keine Chance mehr bekommen, solange Saraya eben diesen Titel hier trägt, um den es heute geht, die Raw Women's Championship. Und jetzt die Vorstellung von Samantha Irvin. Introducing the challenger from Dallas, Texas, Athena! And her opponent from Norwich, England, the Raw Women's Champion, Sarah Young! Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie Saraya diesen, ich sage mal in Anführungsstrichen, Verrat von Athena aufnehmen wird. Ob sich das irgendwie noch in ihrem Hinterkopf befindet oder ob sie das abschalten kann und das Ganze hier wie eine ganz normale Titelverteidigung durchziehen kann. Athena gegen Saraya. Los geht's. Ja, und Athena legt sofort los. Ihr großer Claim war ja, dass sie das Gauntlet-Match gewonnen hatte. Awesome Kong war ja die Erste, die gegen Bayley ran musste. Nach diesem German Suplex, wo sie dann eben auch eine Gehirnerschütterung erlitten hat, ist sie ausgeschieden. Athena folgte und machte dann relativ kurzen Prozess mit Bayley. Saraya wäre eigentlich die Nummer 3 gewesen, musste sich aber gar nicht erst zum Ring bewegen. Und das war eben das, was Athena angesprochen hat. Saraya spricht trotzdem über diesen Sieg als wir haben gewonnen und wir haben Bayley geschlagen und so weiter und so fort. Und irgendwas stimmt mit der ersten Reihe nicht. Mit den ersten Reihen. Was ist da los? Mannequin Challenge? Scheinbar.
So, auf jeden Fall jetzt hier Saraya aktuell mit ihrer Offensive. Zweifache Leg Drops. Und der Soccer Kick in den Rücken. Aber Athena fightet sich zurück. Bisher relativ ausgeglichen das Ganze. Wird jetzt aber nach draußen verlagert. Und ich weiß nicht, wie gut mir das gefällt. Das gefällt mir schon besser. Es geht wieder direkt rein. Und Headbutts. Headbutts am Boden. Nach denen Saraya aber als erstes wieder steht, trotzdem noch nicht handlungsfähig genug ist. Und jetzt gibt's hier einen wunderschönen Suplex mit Brücke sogar. Eins. Aber Kickout. Oh, Codebreaker. Headbutt nochmal. Und weitere Headbutts. Es geht einfach weiter. Athena dominiert jetzt hier dieses Match aktuell. Es geht in die Ringecke. Aber Saraya dann mit dem Tritt. Und Dropkick gegen's Knie. Und das erste Cover von Saraya in diesem Match reicht nur bis zu 1. Athena noch lange nicht erledigt. Jetzt gibt's hier den Elbow. Ja, und wir dürfen natürlich nicht vergessen, was das Ganze bedeutet, wenn hier Saraya diesen Titel heute verlieren sollte. Dann ist Bayley sofort wieder in der Lage, ein Titelmatch zu fordern. Denn wie gesagt, sie darf aktuell nicht um diesen Titel antreten, wenn Saraya ihn hält. So, Saraya auf dem Top Rope. Oh, schöne Go-Arounds, Hurricane. Seated Senton, Entschuldigung. Houston Hangover schon fast. Und dann lässt sie sich da zu sehr feiern. Gibt jetzt hier Athena wieder die Chance und die attackiert direkt mal das Bein. Ja, Drop in die Midsection, aber Athena ist noch da. Waistlock und dann geht's in einen Pump Handle Back Suplex. Curbstomp. Eine sehr harte Gangart. Noch ein weiterer Curbstomp, der hier folgen soll und den gibt's auch. Saraya kriecht in die Ringecke und wird dort erst einmal gewürgt. Exploder Suplex wieder mit Brücke. Eins, zwei und Kickout. Mir gefällt die Offensive, wie Athena sie hier anwendet. Oh! Verfehlt die erste Clothesline, die zweite trifft in den Nacken. Und jetzt soll es dann in die Ringecke gehen. Back Elbow. Saraya weiß natürlich, wie gefährlich Athena ist. In der Ringecke und dann Rampage. Out of nowhere Rampage. Eins, zwei und nicht die drei. Da packt die einfach Rampage aus. Und versucht sofort weiterzumachen. Zieht Athena hier in die Mitte des Ringes. Wieder der Leg Drop. Diesmal verfehlt er. Oh, Big Boot. Von Athena und die zeigt an. Ja, komm doch. Versuch's doch nochmal. An mir wirst du scheitern, Saraya. Jetzt gibt's hier den Body Slam. Und Saraya, meine Güte, setzt sich zur Wehr. Was habe ich denn jetzt mit den Namen gerade? Whip-In. Und Single Leg Lariat, da kommt sie sofort herangestürmt. Und noch bevor Athena die Seile verlässt, gibt es schon den Kick. Elbow.
Wir befinden uns aktuell draußen, Wheelbarrow in den Bulldog. Wäre schön, wenn wir uns wieder reinbegeben könnten. Aber bisher nur gegen den Apron maximal. Jetzt weicht Athena hier aus. Die amerikanischen Kollegen müssen da schon aufpassen. Es ist nah an ihrem Kommentatorenpult. Und Saraya packt nochmal zu. Rampage außerhalb des Ringes. Aber sie hilft Athena auf und schickt sie in den Ring zurück. Will hier nicht auf einen Countout-Sieg gehen. Und das gibt den Elbow Drop. Okay, der tritt aufs Bein, warum auch immer. Eins, zwei und die drei. Saraya verteidigt ihren Titel. Saraya macht es tatsächlich. Habe ich nicht mit gerechnet, muss ich zugeben. Aber sie verteidigt ihren Raw Women's Title. Auch gegen Athena. Bedeutet, Bayley bekommt erstmal keine weitere Chance auf diesen Titel. Muss schauen, wo sie bleibt. Gratulation an Saraya. Und unser nächstes Match, das ist wieder von SmackDown und es geht dort um die WWE Tag Team Championships, wenn der OC Trick und Mello herausfordert. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.